Schönen guten Tag, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SCP Containment Breach. Das SCP, was ihr da übrigens gerade im Hintergrund seht, das sind die Viecher, die sich so extrem schnell bewegen, die wir ab und zu aufblinzeln sehen. Ich finde, es sieht einer Gottesanbeterin nicht gerade unähnlich. Nur, dass die Dinger etwas kleiner sind. Gut, wir machen weiter. Und, Gott, das ist so klein. Ah, okay, ja, ich muss das mal kurz lesen. Und ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Und ich habe echt Angst und ich werde, aber ich muss. Ich habe gesagt, ich mach's also. Ja, schon klar. Ja, wir sind mit dem Fahrstuhl gefahren. Oh, meine Maus! Und dann sind wir durch den Boden gefallen, ich weiß noch. Diesmal fallen wir nicht durch den Boden. Ich glaube, wir waren hier schon mal, oder? Eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. I think I know where we are. Ja, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Das finde ich gar nicht toll. Ich speichere. Jetzt werdet ihr einen neuen SCP kennenlernen. Oh, shit. Guckt euch das an. Nein, das ist nicht der SCP. Das ist das, was das SCP mit euch macht. Und der befindet sich da drin. Achtung! Warum kommt er nicht raus? Sehr merkwürdig. Wir müssen den Schalter da hinten bedienen. Ich wette, dann kommt er raus. Das ist ein Zombie! Oh ja, jetzt kommt er. Da, da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Das ist der Doktor, der gerne Greetings sagt. Speichern! Ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder mit dem normalen Fahrstuhl nach oben fahren müssen. Oh Gott. Das gehört. Der... Mann, ist das dunkel hier. Ich sehe gar nichts. Oh oh. Komm schon. Kackfahrstuhl. Geh auf. Dafür haben wir doch gerade den Generator angemacht, oder nicht? Oh, shit. Okay. Komm schon! Wir werden sterben. Aber ich habe ja gespeichert. Oh, verdammt! Wir wurden getroffen. Und wir wurden nochmal getroffen. Und ich blute. Und ich werde sterben. SCP-106. Nein, 048. 49, sorry. Tipp vertan. Wieso kommt er da nicht? Oh, jetzt kommt er. So. Ja. Ja, was macht dieses SCP mit uns? Dieses SCP operiert uns und tötet uns natürlich auch. Und also mit der Berührung kriegen wir die Pest, aber eine extrem schlimme Version der Pest. Und nachdem man gestorben ist, ja, steht man als Zombie wieder auf. Und ich bin gespannt, wie wir hier rauskommen wollen. Da ist die Maschine, zu der ich versuche hinzukommen, aber ich glaube, ich renne mal hier lang. Ah ne, Quatsch. Ja, Greetings, du mich auch. Ich bin jetzt falsch gerannt. Der Fahrstuhl ging doch nicht, oder? Ja, das war der, der... Tja. Hier geht's nicht raus. Okay.
Okay, der wird uns den Weg abschneiden. Das ist doof. Ich glaube, wir müssen uns nochmal umbringen lassen. Sonst könnte das schwierig werden, an dem vorbeizukommen. Hm. Oh Gott, der zweite ist auch schon dahinter. Scheiße. Wäre das nur der eine, wäre das kein Problem. Dann könnte man da so... Hui! Ah! Wir wurden getroffen. Ah. Jetzt kommt wieder der... Greetings. Ich hasse den Typen. Mann, geht der schnell! Ah! Ah, ist das gruselig. Ja, okay. Ich habe keine Chance, ihm auszuweichen. Er trägt übrigens kein Kostüm. Nein, diese komische Kutte und der Schnabel, das ist wirklich Teil seines Körpers. Ja, ja. Das sind übrigens die komischen Typen, die hier für alles, für die Sicherheit zuständig sind und, ja. So, also wir müssen jetzt irgendwie da wegkommen. Ich versuche es mal so. Ach, ich kann schon wieder. Ich kann schon wieder in die falsche Richtung. Ja, Greetings, du mich auch. Dieser Fahrstuhl müsste ja funktionieren. Auch wenn ich so das Gefühl habe, dass man im Kreis rennt und das derselbe Fahrstuhl ist. Ne, es ist nicht derselbe Fahrstuhl. Na komm. Gamebreaker? Fragezeichen? Sehr merkwürdig. Normalerweise müsste der wieder nach oben fahren. Ich meine, wir haben doch den... Wir haben doch den Schalter gedrückt. Ja, herrlich. Ja, so haben wir keine Chance zu entkommen. Ich sag's euch. Nicht die geringste. Hey, Mr. Greetings-Typ. Wie kommen wir hier weg? Kommt auf uns zu. Elevator Power Feed, Main und Generator. You are not a doctor. Wir können ihm nicht entkommen. Er rennt zu schnell. Scheiße. Okay. Ja, ist gut. Ich glaube, wir haben uns den Safe versaut, Leute, ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte höchstens versuchen, den Schalter wieder umzulegen, mich nicht von den Zombies treffen zu lassen. Oh Mann. Greetings. Ja, ja, Greetings. Wow. Er rennt zu schnell, er rennt zu schnell, er rennt zu schnell. Er ist schon hinter uns. Ich fühle ihn direkt. Ich fühle ihn! Ach. Komm, bitte funktionier. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Er kommt auf uns zu, wir sind tot. Vielleicht funktioniert jetzt der andere Aufzug. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! What the fuck? Wie bin ich an den vorbeigekommen? Boah, ich hab Gänsehaut. Oh, bei mir ist gerade alles. Oh. Gibt's hier eigentlich was? Ach, interessiert mich eigentlich auch nicht. Oh, mir kribbelt gerade alles, ey. Oh. Komm schon, schneller. Vielleicht funktioniert jetzt der Aufzug. Komm schon! Wir haben doch den Schalter extra dafür umgelegt. Kann doch nicht wahr sein, ey. Kann doch echt nicht wahr sein. Tja. Ich sag's ja, wir haben uns irgendwie... Haben wir uns den Safe verbaut. You are not a doctor.
Tja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie wir wieder wegkommen sollen. Ich weiß nicht mal, was es uns bringen soll, hier runterzukommen. Ich meine, es gibt zwei Fahrstühle, die aber irgendwie derselbe Fahrstuhl zu sein scheinen. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ach, da haben wir es schon. Verbockt sozusagen. Weil wir nicht an dem vorbeikommen. Weil er zu schnell läuft. Uns wird schwarz vor Augen. Nope. Es macht keinen Unterschied. Es bringt nichts, Leute. Es bringt nichts. Wir kommen hier nicht mehr weg. Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte natürlich jetzt nachgucken irgendwie im Internet, aber ich versuche gerade irgendwie was zu finden, aber Elevator won't work vielleicht. Ah, okay, hier. Hier habe ich was gefunden. I'm having a really big problem in SCP. SCP, es ist hier so eine süße Maske. Diese Krähenmaske, bla bla bla, SCP's area. Since I can't go out of the area again, sorry. I tried everything. Uiuiui, was geht denn jetzt ab? Everything. Lead SCP-049 to the elevator. Press the button for 15 minutes. So yeah, I tried everything I could think of and not even the elevator I came from works. This is a really big problem, since I can't continue the game without going into that area, since I need the keycard. I had also used God mode and pressed the button for 50 minutes longest and did not open. Does anyone else have that problem? Well, there's two levers you need to switch in the main chamber. Did you use them both? You mentioned only switching one. There are two switches in... Okay. So was three switches in his room. Anyways, you need to click the elevator button like 15 times for the doors to open when you turned on the levers. Okay. Also es gibt wohl mehrere Schalter, nicht nur einen. Aber weil ich ziemlich sicher bin, dass naja, das wird das nicht schaffen, so. Werde ich jetzt einfach mal nach einem God-Mode gucken oder sowas, weil das geht ja gar nicht. Ich meine, wir werden da sonst nicht wegkommen. Da können wir versuchen, was wir wollen. Lass mich doch mal eben schauen. Okay. God-Mode. Go on. If switch is equal to 1, turns 1 or 2 off,
or faults. God mode prevents the player from dying, however, it will not prevent SCP 106 from catching the player. Ja, das ist ja unser komischer Dingsbumsmann. Also God mode. Lass uns doch mal schauen. Wie aktiviert man eigentlich die Konsole? Mit Tilt? Ah, ziemlich doofe Stelle, um... ja. Jetzt hätte ich natürlich auch mal gucken sollen, wie man denn die blöde Konsole aufmacht. Scheiße, ich bin dämlich. Ah! In der Konsole F3-Key. F3. Ah ja, da steht's. God Mode. God Mode on. Okay. So. Versuchen wir das doch mal. Okay, wir werden aber trotzdem verwundet. Und können nur noch humpeln. Ja, das ist ärgerlich. Ja, das ist echt ärgerlich. Wir müssen es irgendwie an den beiden vorbeischaffen. Obwohl, das ist so gut, das dürfte so gut wie möglich sein. Wisst ihr was? Passt auf, wir machen das so. So. Ups. Jetzt lassen wir uns killen. Wenn das gehen würde. Ich will doch nur sterben! Können wir nicht mal mehr sterben, oder was? Juhu! Hey, SCP, komm mal eben raus und töte mich mal eben, dass wir hier... Okay, jetzt kann ich gar nicht mehr laufen. So gut wie gar nicht mehr. Hallo. Jungs, ist gut. Ihr seht doch, es bringt nichts. Na, sterben wir jetzt endlich mal. Ich kann nicht mehr laufen. Das ist mir zu doof. Echt zu doof hier. So, Moment. Sorry, Leute, echt, das ist ein doofer Part jetzt heute, aber ich dachte, wir müssten hier runter. Und ich glaube auch, dass wir es müssen, um weiterzukommen. What the fuck? Oh, ich bin so ein Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot. Lesen würde helfen. Fuck. Scheiße. Ich hätte Quit drücken müssen und nicht Save and Quit. Ja, das ist natürlich äußerst ärgerlich. Das bedeutet nämlich, dass wir ein ganzes Stück, oder beziehungsweise nicht wir, aber ich, dass ich ein ganzes Stück aufholen muss, damit wir wieder genau da sind, wo wir waren. Sollte mit God Mode kein Problem sein. Ich weiß nur nicht, ob SCP-173 uns trotzdem noch töten kann. Ich glaube aber nicht. Ja, Leute, das tut mir echt leid. Da habe ich es verbockt. Ich hoffe, ich kann es nächste Woche wieder gut machen. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es hoffentlich vernünftig vonstatten geht. Ja, was bleibt mir noch anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Euer Tentpin Master.